den Abend wünsche ich euch. Nach den Weihnachtsfeiertagen freue ich mich wieder mal hier zu sein. Wir machen heute eine Strand und Stretch-Stunde. Ihr habt die Matte bestimmt hergerichtet. Du kommst auf deine Matte, kommst erst einmal bei dir zu Hause an, in dem Raum, wo du dein Training absolvierst. Nimmst die Knie ein bisschen auseinander, schau, dass dein Brustkorb Platz findet und zieh dich in die Länge. Und leg die Stirn mal auf die Matte ab. Dann atmest tief ein und aus. Zählst bis 4, atmest ein und zählst bis 4, atmest aus. Gabi, mach's vielleicht doch ein bisschen leiser. Und dann heb den Kopf bei der Einatmung, Ausatmen, ablegen. Einatmen, heben, ausziehen. Und einatmen und aus. Inhaler, exhale, noch einmal, inhaler, exhale, jetzt roll dich nach oben und wieder in die Länge zurück. Geh bei der Einatmung hoch in den Vierfüßlerstand und bei der Ausatmung in die Länge zurück. Und roll dich hoch, mobilisier deine Wirbelsäule und geh zurück und roll dich hoch. Rund und in die Länge zurück. Einatmen, rund Rücken, ausatmen in die Länge zurück. Einmal und so. Und jetzt gehst du flach über die Matte nach vorne mit langem Rücken. Atmest ein und mit rundem Rücken aus zurück. Nach vorne einatmen und aus zurück. In die Länge. Ein, mit rundem Rücken aus. Und noch mal. Einatmen, aus. Noch einmal. Und exhale. Jetzt komm nach vorne. Rund und öffne die Beine. Und zurück. Und Rücken vorne, mit Becken, mit Beinen ein bisschen öffnen und zurück. Und nach vorne öffnen und zurück. Vor und zurück. Noch einmal. Vorne öffnen und zurück. Und komm vor und bleib vorne. Beweg dein Becken rechts, links, hin und her. Dann bleibst du in der Mitte, nimmst deinen rechten Fuß in die linke Kniekehle und schau über die Schulter und wechsle die Seite, immer über die Schulter zurückschlagen und wechsle. Zurück, wechseln, zurück. Und jetzt bleibst du auf der rechten Seite, halte hier. Und die Seite wechseln. Bleib hier. Komm zurück. Nach hinten. Lässt die Füße auf. Kommst übers V. Schaust vor und lauf vor. Zu deinen Händen. Lass die Arme über die Seite. Ausatmen. Einatmen. Aus die Flange und innerlang. Exhale, inhale, exhale, tief atmen und aus und hoch und tief, yes. Einatmen, atme sanft durch die Nase ein, den Mund aus, inhale, exhale. Mehr aus den Beinen. Inhale, exhale, Rücken bleibt lang. Noch zweimal. Inhale, exhale. Jetzt ziehst die Arme hoch, schwing durch, ganz klein.
vor der Brust bleiben. Schwing durch. Stopp hier. Schwing durch. Stopp in Spannung. Schwing durch. Und beim nächsten Mal nimmst du die Ferse ein bisschen weg von der Matte. Stopp. Control and release. Einatmen, aus. Noch einmal, schwing und stopp. Jetzt schwingst den rechten Arm und links, rechts, links. Knie leicht mithüpfen, jede Seite. Noch einmal. Rechts, links. Jetzt kombinierst. Schwing einmal durch. Rechts. Schwing durch. Links. Schwing durch. Rechts. Schwing durch. Links. Schwing durch. Rechts. Schwing durch. Links. Nochmal. Jede Seite einmal. Letzte Mal. Und schwing. Jetzt bleibst du. Schiebst von hier die Arme nach außen. Hochziehen vor die Brust und nach außen. Inhale. Exhale. Ein. Aus. Jetzt gehst du in die Rotation. Von hier Rotation, schiebst die Hände vorne zurück, nach oben, die Rotation links und hochziehen, Mitte, auseinander, inhale, exhale. Und auseinander, inhale, exhale. Schiebst deine Handfläche vorne zurück. Einatmen und aus. Ein letztes Mal zur linken Seite. Zieh die Arme hoch und über die Seite nach unten, Finger ineinander, roll dich hoch. Gehst runter vorne, hochziehen und über die Seite öffnen. Roll dich hoch. Zur Brust, die Hände vorziehen und öffnen. Finger ineinander, roll dich rund vor, hochziehen, öffnen, roll up, inhale, exhale, einatmen und aus einer großen, fließenden Bewegung, ein, aus, inhale, exhale, ein letztes Mal. Öffne die Arme und nach unten und ziehst deine Hände auf den Oberschenkeln, das übers Brustbein nach oben, atme ein, ausatmen, rund. Inhale, Finger außen, Finger innen, rund. Einatmen, Länge, aus, rund. Inhale, exhale. Länge, aus, rund. Du kommst nach unten, streckst die Beine, ziehst die Hände auf Schienbein, Brustbein nach vorne bei der Einatmung, ausatmen, lass die Beine gestreckt, Fuß drin, Hände auf die Wade, wieder auf Schienbeinlänge, einatmen, ausatmen, Fuß drin, einatmen, Länge, aus, Fuß drin, Länge, aus, Fuß durch. Noch einmal. Inhale. Exhale, Fuß durch. Jetzt beug die Beine. Setz deine Hände auf die Matte. Steig zwei Schritte zurück. Den hohen Stütz. Handgelenk unter der Schulter. Schließ deinen Rippenbogen. Heb dein rechtes Bein hoch. Leg den Fuß oberhalb der Ferse ab. Schieb's nach vorne und zurück. Und vor. Zurück. Vor, die Schulter geht über die Finger und Ferse zurück.
viel Spannung in deiner Mitte. Und beim nächsten Mal wechselst das Bein. Linke Ferse oberhalb der rechten. Und vor und rück. Noch einmal. Steig zurück, nimm die Knie auf die Matte, geh in den Fersensitz. Und bei der Einatmung nach vorne, das lange Brustbein aus, atme tief. Drück dich hoch und zurück. Einatmen Länge, aus tief. Drück dich hoch und zurück. Yes. Du kannst hier natürlich variieren, nochmal halb tief gehen. Wichtig ist die Ellbogen. Lässt du eng am Körper beim Tiefgehen, egal wie tief du bist. Achte auf deine Atmung. Zurück und nochmal. Einatmen, aus tief, Inhaler. Wechsel zurück. Und vorne Länge, einatmen, ausatmen, nach unten. Brust, Bauchbecken liegen. Die Beine lang. Die Hände ein Stück zurück. Ist beim Einatmen Oberkörper hoch, aus tief. Beim nächsten Mal hebt dein rechtes Bein mit an und links. Einatmen, ab, rechts, inhale und links. Beim nächsten Mal rechte Bein, linke Hand nach vorne. Arm bleibt gestreckt und wechselt. Nur die Hand, der Rest vom Arm ist weg vom Boden. Und wechselt. Rechte Bein, linker Arm, dreht zur Seite auf und zurück. Und wechseln. Heben, auf, yes. Und zurück. Change. Heben. Und zurück. In. Exhale. Gut. Noch einmal jede Seite. Letzte Mal. Links. Und zurück. Beide Hände neben die Brust. Stell die Füße auf. Schick über den Fersensitz. Hoch ins V. Knie absetzen, zurück in Fersensitz, hoch ins V und tief, zurück, hoch ins V und zurück, inhale, exhale, und bleibst im V. Gibst dein rechtes Bein hoch, schaust nach vorne, steigst zwischen deine Hände rein, über den Oberschenkel nach oben, nimmst deine Hände in den unteren Rücken, ziehst Vorlänge, kommst nach oben, beugst das hintere Bein. Vorne ist stabil, in einer Position, Knie oberhalb dem Sprunggelenk, bleib stabil. Inhale, exhale, inhale, exhale, yes. Nach oben einatmen, aus. Becken, vorderes Bein bleibt in einer Höhe. Inhale, exhale, Länge. Noch ein letztes Mal. Nimmst die Hände rechts, links vom Fuß. Nimm nur die Fingerkuppen auf die Matte, wenn du kannst. Dann steigst ganz gerade zurück ins V. Bleib noch auf die Fingerkuppen. Wenn es nicht geht, geh auf die ganze Hand, aber bleib mal hier. Sitz circa hoch, Stirn zurück. Dann nimmst du die
ganze Handfläche auf die Matte. Gib dein linkes Bein hoch. Schau nach vorn. Steig von zwischen die Hand. Über den Oberschenkel. Nach oben. Bleib hier. Im rechten Winkel. Nimm die Hände in den unteren Rücken. Länge nach vorne. Einatmen. Aus. Reach. Inhale. Exhale. Versuchen, das Becken in einer Höhe zu lassen. Inhale. Exhale. Ein. Inhale. Und exhale. Finger gucken über die Handfläche, rechts, links vom Fuß. Steig von hier ganz gerade zurück ins V. Bleib noch, wenn du kannst, auf die Finger gucken. Training. Die Hände. Ganze Hand auf die Matte. Schau nach vorne. Lauf zu den Händen. Roll dich hoch. Einatmen. Nach oben. Neutraler Stand. Jetzt nimmst dein rechtes Bein zurück und berührst die linke Wade. Knie ein bisschen auseinander. Die Arme ziehst auseinander. Atmest ein, gehst bei der Ausatmung zur linken Seite rüber. Über vorne öffnen. Weniger Tiefe, mehr zur Seite und runder Rücken. Einatmen, aus, runder Rücken. Yes. Inhale, open up. Exhale. Einatmen. Und aus. Inhale. Exhale. Nächstes Mal gehst weit über den Kopf. Einatmen, aus, rund. Inhale, mehr zur Seite, weniger tief. Der Arm bleibt zur Seite und da geht der andere Arm hin. Inhale, exhale. Einatmen, weit öffnen, aus, rund. Und nochmal, inhale, exhale, bleib hier, die Finger ineinander, die Handfläche nach außen, der Rücken ist rund. Der Kopf zwischen die Arme, schieb dein Brustbein mehr nach innen Richtung Wirbelsäule, so wirst du rund in der Brustwirbelsäule. Immer noch Kontakt, Wade, Schienbein, Wade, hinten nur den Ball hinaufsetzen, dann kannst du in die Beine ein bisschen tiefer für mehr Intensität. Bei der nächsten Einatmung nach oben, neutraler Stand, öffne die Arme über die Seite, einatmen, aus, nach unten, nimm das linke Bein zurück, kreuzen, setz nur den Ball hinauf, der Knie öffnen, ein bisschen wie Charlie Chaplin, Arme nach außen, einatmen, ausatmen, über vorne, einatmen, aus. Rechter Arm bleibt zur Seite. Linke geht dazu. Inhale. Exhale. Einatmen. Und aus. Inhale. Exhale. Über den Kopf. Einatmen. Aus. Runde Rücken zur Seite. Weit öffnen. Inhale. Exhale. Ein. Und aus. Noch einmal. Inhale. Exhale zur Seite. Bleibe Finger ineinander. Handfläche nach außen schieben. Das Bein schiebt nach innen. Runde. Intensität wieder über die Beine. Du kannst ein bisschen tiefer nach unten auf. Einatmen nach oben in den neutralen Stand und öffne die Arme.
Kreuz dein rechtes Bein übers linke. Spür mal, wo dein Beckenknochen ist. Da greifst drunter rein und die Finger seitlich ans Gesäß. Brustbein nach oben und in die Länge ziehen. Einatmen nach oben, ausatmen in die Länge. Ich zeige mir von der Seite. Kreuz, einatmen, aus, lang. Brustbein, inhale nach oben, exhale Länge. Einatmen, spürst du jetzt hier schön die Dehnung in deiner Beinrückseite. Inhale, exhale. Und jetzt schiebst du gleich beim nach vorne gehen, ein bisschen das Becken so auseinander und die Finger seitlich in dein Gesäß. Einatmen, aus Länge. Inhale, exhale. Noch einmal, einatmen, ausatmen, Länge. Und jetzt bleibst hier, halte hier. Die Nase zeigt Richtung Matte, Brustbein schiebt nach vorne. Spür die Füße gleichmäßig in der Matte. Bei der nächsten Ausatmung nimmst deine Fingerkuppen auf die Matte. Du kannst dir jetzt auch ein Handtuch unterlegen oder die Matte ein bisschen einrollen. So Abstand für 1,5 Fußlängen. Schieb dich von hier nach vorne übers lange Brustbein. Das Gewicht geht mehr auf die Ballen. Beim Ausatmen die Stirn zurück, Gewicht mehr auf die Ferse. Einatmen, Länge nach vorne. Aus, zurück. Inhale. Exhale. Nase einatmen und ganz sanft so über deine Lippen durch den Mund aus. Inhale Länge, exhale zurück. Inhale Länge, exhale zurück. Noch einmal. In der Dynamik. Und jetzt halte die Übung. Bleibst nach vorne, Länge, Brustbein, halte hier. Und jetzt such dir die zwei Punkte, dein Brustbein und dein Kreuzbein. Und die zwei Punkte schiebst auseinander. Bleib hier. Und bei der nächsten Ausatmung zieh die Stirn ganz eng Richtung Knie, komm in den Fuß drin. Halte hier. Kannst, greif jetzt zurück um deine Knöchel und bleib im Fuß. Drei Atemzüge. Deine bleiben gekreuzt. Nächsten Einatmung langsam hochrollen. Zurück in den neutralen Stand, such dir wieder den Beckenknochen, greifst rein, Finger außen, jetzt nimmst dein linkes Bein und kreuzt über das rechte. Und zur Seite, auf die Seite wechseln, wieder eng stehen, beide Füße gleichmäßig in die Matte, einatmen Länge, aus nach vorne. Einatmen hoch, aus nach vorne. Inhalen, exhalen. Zieh ein bisschen dein Becken wieder auseinander, die Finger seitlich ins Gesäß. Einatmen hoch, aus links. Ein, inhalen, exhalen. Noch einmal, inhalen, exhalen. Jetzt halte ich. Brustbein nach vorne, den Kreuzbein zurück. Such die zwei Punkte und zieh sie auseinander. Durch die Nase einatmen und ganz sanft durch den Mund aus. Und dann bei der nächsten
nächsten Ausatmung in 1,5 Fußlängen deine Fingerkuppen auf den Boden. Oder roll dir die Matte zusammen oder nimm dir ein Handtuch. Schick dich nach vorne, Länge einatmen, ausatmen, die Stirn zurück. Einatmen, Länge. Gewicht leicht verlagern auf den Ballen beim Ausatmen. Mehr auf die Ferse. Einatmen, Länge. Aus, zurück. Einatmen, Länge. Vor, aus, zurück. Inhalt. Exhale. Noch einmal. Inhalt. Exhale. Bleib vorne. Halte hier. Brustbein vor. Kreuzbein zurück. Wieder die zwei Punkte auseinander schieben. Die nächsten Ausatmung kommen in den gekreuzten Fuß. Stirn so eng du kannst, zu den Knien ziehen, wenn du stabil stehst, greif zurück um deine Knöchel. Nächsten Einatmung langsam nach oben rollen. Neutralen Stand, atme über die Seite ein, ausatme nach unten, nimm die Hände auf die Matte, steig zwei Schritte zurück in den hohen Stütz. Handgelenk unter der Schulter, schieb dich zurück, die Knie knapp über den Boden und nach vorne und zurück und vor. Länge Brust zurück und vor. Beim nächsten Mal steigst du mit dem rechten Fuß über die rechte Hand. Zurück und links. Zurück und rechts. Zurück und links. Noch einmal jede Seite. Steig rechts vor und dort bleibst du. Nimm deinen rechten Arm nach oben, atme ein. Ausatmen, unter dem linken Arm durchziehen. Einatmen hoch. Ausatmen durch. Inhale, öffnen. Exhale unten durch. Und aus. Inhale, öffnen. Exhale zurück. Und zugleich schiebst du deinen linken Fuß, die Ferse weit zurück. Und aktiv das linke Bein strecken. Aktiviere den Oberschenkel. Noch einmal. Ausatmen. Dann dreh auf und halte dich. Spreize nach oben die Hand. Schau nach oben in deine Hand. Und jetzt schieb noch mal mehr. Linke Ferse zurück, wie wenn du an der Wand was wegdrücken möchtest. Stell dir das mal vor. Beim Ausatmen geht jetzt der Arm zurück und jetzt bleibst du hier. Gib nochmal den Kopf ein bisschen an, das Brustbein schieb vor und die Ferse aktiv zurück. Ganz klein bisschen jetzt das linke Gesäß ein bisschen anheben. Und bleib. Noch drei tiefe Atemzüge. Dann steig ganz flach von hier. Zurück in den hohen Stütz. Setz die Knie auf die Matte. Atme ein, ausatmen tief. Einatmen hoch. Such dir wieder die Tiefe selber aus. Ein hoch. Ausatmen tief. Inhalt.
Exhale. Inhaler. Exhale. Noch einmal. Inhaler. Exhale nach unten. Brust, Bauch, Becken absetzen, die Beine lang. Jetzt nimmst du die Arme nach außen in einer Linie. Dreh deinen Kopf nach rechts. Legst ihn ab. Hebst rechte Bein hoch und steig Richtung linke Hand. Nur den großen Zeh absetzen, das Knie schiebst mehr nach oben. Und jetzt zieh deinen rechten Arm noch ein bisschen mehr in die Länge. Bleib hier. Beim Zurückgehen erst das Bein strecken, dann ganz langsam, zähl bis 5, gehst zurück in die Bauchlage. Dann geht der Kopf zurück, die Hände neben die Brust, stell die Füße auf und schieb dich nach hinten. In den Fersen sitzt. Bleib hier. Geh bei der nächsten Einatmung nach vorne. Nimm die Knie weg. Bist im hohen Stütz. Schau wieder Handgelenk unter der Schulter, schließ deinen Rippenbogen. Jetzt schieb dich nach hinten, die Knie knapp über den Boden und wieder nach vorne. Einatmen, aus, zurück. Einatmen, vorne. Aus, zurück. Inhale. Exhale. Nochmal. Und jetzt steigen wir mit dem linken Fuß über die linke Hand. Und zurück. Und rechts. Und zurück. Und links. Zurück. Bleib links vorne. Rutsch neben die Hand und die rechte Ferse schiebst weit zurück. Drehst auf. Einatmen. Aus unten durchziehen. Einatmen öffnen. Aus unten durch. Inhale, öffnen. Exhale. Einatmen. Aus unten. Inhale. Exhale. Größte mögliche Bewegung, Range of Motion. Noch einmal. Inhale. Exhale. Jetzt dreh auf und halt dich. Reiz die Finger, schau nach oben in deine Hand. Aktiv. Das rechte Bein strecken und die Ferse zurückschieben. Beim Ausatmen nach unten. Bleibst hier, hilf den Kopf hin. Das Brustbein nach vorne in die Länge. Rechte Gesäß ein bisschen anheben und die rechte Ferse schiebt zurück. Bleib hier. Zwei tiefe Atemzüge. Und dann steig flach zurück. Setz die Knie ab. Nimmst deine Hände außerhalb der Matte. Atmest ein und bist beim Ausatmen tief. Einatmen hoch. Aus tief. Ein, schieb dich hoch. Aus. Noch unten. Anderer Fokus, wenn du die Arme, die Hände ein bisschen breiter nimmst. Und geht hier noch einmal. Inhale. Exhale nach unten.
Leg ab, Brust, Bauch, Becken, die Beine lang. Dann leg dich ab und schieb die Arme nach außen und dreh deinen Kopf nach links. Gibst das linke Bein hoch und steigst rüber Richtung rechte Hand und setzt den großen Zeh ab. Beim Zurückgehen erst das Bein strecken, zähl bis 5 und komm zurück mit viel Körperspannung in die Bauchlage. Gib der Kopf zurück, die Hände neben die Brust, stell die Füße auf die Knie in die Matte, schieb dich nach hinten. Gehst über den Fersensitz hoch ins V. Stehst eine Handbreit auseinander, Kopf zurück, aus den Armen noch mehr rausschieben. Dann hebst die Ferse, drückst die Ferse zusammen, wieder öffnen und tief. Einatmen, hochziehen, zusammen, öffnen und tief. Inhalt. Auseinander und tief. Noch ein letztes Mal. Dann zieh die Ferse so tief du kannst. Wenn die Knie leicht gebeugt sind, passt genauso. Nochmal die Sitzhöcker hochziehen, aus den Armen rausschieben. Möglichst wenig Gewicht auf Hand und Handgelenk. Nächsten Ausatmung, zieh deine Knie auf die Matte. Vierfüßlerstand, ziehst die Beine vor, kreuz deine Beine und komm zurück zum Sitzen. Nimmst die Beine nach vorne, hebst die Beine an und die Hände zurück. Hinters Gesäß, Brustbein heben, schiebst dein rechtes Bein vor und zurück und links. Rechts und links. Ein- und ausatmen. Nochmal jede Seite und dann nimmst von hier die Unterarme auf die Matte, Brustbein hochziehen, streck die Beine, flex die Füße, drück deine Fersen fest zusammen, halte hier. Und mehr aus dem Brustbein rausschieben und halten. Langsam Beine Richtung Boden, halte noch mal hier, knapp über der Matte. Und ausatmen, ablegen und leg dich ganz auf die Matte. Und jetzt ziehst dein rechtes Bein ran, ganz eng abstellen neben dem Oberschenkel, die Finger ineinander, hebt den Kopf und der Kopf zieht jetzt in die Hände. Du nimmst die Schulterblätter weg von der Matte. Unteren Rücken auf der Matte lassen. Niemals auf den Kopf drücken, immer Kopf zieht in die Hände.
der Blätter mehr weg. In deiner Mantel. Ausatmen, ablegen. Wechsel die Seite. Linken Fuß ranziehen, lieber den Oberschenkel abstellen. Rechte Zehe nach innen ziehen Richtung Schienbein. Dann wieder der Kopf in die Hände. Kinn Richtung Brustbein und hebt die Schulterblätter weg. Ganz kleine Übung, aber sehr effektiv. Du spürst es. Tief ein und ausatmen. Und beim Ausatmen ablegen, löst die Hände, die Arme zur Seite ab und stell beide Beine hüftschmal auf. Und jetzt pendelst hier ein bisschen hin und her, rechts, links. Jetzt klappen wir nur die Beine zur rechten Seite und dreh dann den Kopf nach links. Und die Schulter bleibt auf der Matte. Und zuerst nimmst du jetzt den Kopf zurück, dann die Beine. Pendel nochmal so ein bisschen hin und her. Das ist so eine kleine, sanfte Massage für deinen unteren Rücken. Beine sind hüftschmal aufgestellt. Dann klappst die Beine nach links und drehst deinen Kopf nach rechts. Kopf zurück, dann Beine, jetzt ziehst deine Arme ein bisschen enger an den Körper ran, Handfläche nach oben, entspann die Schulter, den Nacken, die Arme, die Hände bis zu deinen Fingern, spür jetzt hier nur dein Kreuzbein gegen die Matte. Beine aus, auseinander gegrätscht, der Druck vom Kreuzbein ist weg, du entspannst dein Becken, die Beine, die Füße, die Zehen und lass die Arme schwer werden, und deine Beine und dein ganzer Körper sinkt schwer in die Matte, die Augen zu. In die Entspannung. Lass einfach mal los. Genieß es. Hinten, öffne deine Augen und regel und streck dich mal. Mal die eine Seite länger, mal die andere Seite, ein paar Mal noch hin und her dehnen. Dann atme noch einmal tief ein
aus. Es ist ein Bein nach dem anderen Richtung Brust. Kreuz deine Beine, nimm die Hände in die Knie, heb den Kopf an und ein bisschen Schwung. Kommst nach oben zum Sitzen. Und ich sage für heute wieder Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dann. Pfiat euch.